Also wir sind hier in der Regenbogenschule an der Kirchfeldstraße. Das ist eine Schule, die sozusagen im innerstädtischen urbanen Düsseldorf sich befindet. Sie ist ganz neu geplant und konzipiert worden. Das heißt, wir haben hier nicht nur dafür gesorgt, dass die Schule erweitert wurde wegen steigender Schülerzahlen, sondern wir haben insbesondere auch dafür Sorge getragen, dass hier mit modernen räumlichen Konzepten auch das Lernen von Lehrerinnen und Lehrern und Schülerinnen und Schülern miteinander unterstützt werden kann. Das heißt ganz konkret, in diesen Räumen finden Sie die Situation vor, dass sie unterschiedlichen Funktionalitäten dienen. Sie haben einen Raum, der ist sowohl Klassenraum, der ist auch Gemeinschaftsraum, der ist mal Raum für den pädagogischen Mittagstisch, der ist vielleicht auch mal am Nachmittag ein Raum, wo andere Bildungspartner mit den Schülerinnen und Schülern arbeiten. Das heißt, Sie haben die Möglichkeit zu differenzieren. Sie haben eventuell sogar die Möglichkeit, Themen gemeinsam, Klasse 1, Klasse 2, Klasse 3 miteinander zu bearbeiten, natürlich mit unterschiedlichen inhaltlichen Schwerpunktsetzungen. Aber das ist alles möglich. Man sagt immer, der Raum ist der dritte Pädagoge. Bei uns ist es einfach nicht nur der Klassenraum und der Flur oder Fachräume, sondern hier in einem Cluster haben die Kinder viel mehr Raum für sich. Sie haben nicht nur den Klassenraum, sie haben ein Studio, sie haben ein ganz großes Lernatelier, wo sie sich ganz frei bewegen können. Das heißt, ein Cluster ist einfach ein ganz großer Raum der Begegnung, des Arbeiten, des Lebens, des Entspannens und des Lernens.